Moin denn ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind gerade dabei, diese Lagerhalle zu betreten und mal gucken, ob wir da ein paar Hinweise finden. Erstmal muss ich ein Stückchen Kaffee trinken. So, auf geht's. Mal gucken, ob man da sneaken muss oder ob man da nicht sneaken muss. Das werden wir dann gleich sehen. Wir nähern uns jetzt erstmal vorsichtig. Hallo? Er redet zwar, aber ich höre nichts. Das ist auch neu. Also diese Soundbugs hatten wir doch vor dem Patch nicht so sehr. Dass Leute geredet haben, aber man hört sie nicht. Weil er sagt jetzt bestimmt irgendwas Tolles. Von wegen, ja, denk dran, nicht vorne reingehen. Es gibt bestimmt einen Hintereingang. Rababarababarababa. Aber wir hören nichts. Kann ich mich da irgendwie durchzwängen oder so? Upsala, nein. Oder es ist einfach verbuggt. Keine Ahnung, vielleicht kann ich ihn nochmal neu anrufen. Nein, das Telefon ist verbuggt. Ich glaube, es ist verbuggt. Wollen wir nochmal neu laden? Komm, wir probieren das mal. Spiel laden, letzter Speicherstand. Machen wir den Quick Save. Der ist ein bisschen früher. Let's do it. Lass mal nochmal testen. Ich hätte gerne, dass ich den Dialog auch wahrnehmen kann. Geht wahrscheinlich auch ohne, aber mit wäre mir dann angenehmer. Vielleicht sagt er ja irgendwie, du kannst hinten rein. Rababababababa. So. Betritt die Lagerhalle. Let's go. Versuchen wir unser Glück nochmal. T. Nein. Das ändert leider nichts. Okay. So, machen wir erstmal ein Breach-Protokoll. Alle Kameras deaktivieren 55E9. 55E9. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht auf EC ach schade. Naja, egal. Da wäre mehr drin gewesen, sag ich mal, ne? Pup. Und damit sind die Kameras aus. So. Dann schauen wir mal, man scheint hier rüber zu können, weil man den Doppelsprung kann. Den kann ich glücklicherweise. Uppala. Alles gut, ihr müsst entspannt bleiben. So. So, verschaffe den Zutritt zum Club. Ich würde sagen, das sieht doch gut aus. Da kommen wir doch wohl hoch. Na, geht das nicht? Ich würde gerne die Leiter benutzen. Gut, geht auch ohne Leiter. Ducken. Vorsichtig schauen. Wir sind jetzt oben. Ich denke, übers Dach kommt man bestimmt rein. Guck mal, was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Kopfintuition? Sowas in der Art. Okay. Hacken wir uns erstmal da rein. Erstmal schauen. Lokales Netzwerk. Verbundene Geräte. Ein hübsches, kleines okay? Gesicht ist Geschichte. Oh oh. Wurde entdeckt. Okay, halt durch. Bin gleich da. Schade, es hätte gut klappen können, aber es hat leider nicht gut geklappt. Naja, egal. Ich werd zu alt für den Scheiß. Bleib mal bei mir, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich verleg mich mal kurz. Ausschalten. Sind die jetzt aus oder an? Ach, keine Ahnung, warte. Das Gute ist, die Animals sind auch so Nahkämpfer-Dullies, das passt. Den nächsten weggesnackt. Oh, oh, oh. Bitch, dir fick ich ein Loch in den Schädel. Okay. Das ist aber nicht nett. Habt ihr das gehört? Mich Bitch genannt. Und er will mir ein Loch in den Schädel ficken. Das finde ich nicht sonderlich nett. Das sind auch alles so Nahkampf-Dullies. So, warte mal. Oh, oh.
Alles gut, du musst entspannt bleiben. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich snack mich hier entspannt durch, das schaffen wir schon. Bist du ein Freund? Er ist ein Freund. Ah, da oben ist jetzt einer. Warte mal. Lass das, du dreckige Made! Hast du mich dreckige Made genannt? Ah, den treffen wir nicht. Warte, aber das kriegen wir hin. Necken wir eben weg, den einen Mogli da. Ist ihm selber einmal hoch da. Oh, holy shit. Gehen wir da einmal kurz ein bisschen Heilung rein. Schadet nicht. Irgendwo da unten scheint es noch einen zu geben. So, das hat leider nicht ganz ohne Töten funktioniert, aber es war versucht. Zu viel Schiss. Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Ja, du, ich schau mich um. Lass mich mal umsehen. Erstmal umsehen, dann schauen wir weiter. Wir wollen ja jetzt dann, wenn wir schon alle beseitigt haben, auch das gute, gute, süße Loot mitnehmen. Oh, holy shit, was ist mit dir denn los? Du siehst etwas, naja, nicht so glücklich aus, sag ich mal. Aus mit dem Radio. Würd's ja anlassen, aber, ne. Warte, bevor du da jetzt einfach reingehst. Erstmal gucken, oben können wir auf jeden Fall am Computer noch ein paar Infos uns erschleichen. Ich hätte mal, bevor ich an den PC gegangen bin, hätte ich mich umsehen sollen, hätte ich die Leute gesehen, hätte ich die leise ausschalten können. Dann wäre das wahrscheinlich besser gegangen, weil ich habe nicht gesehen, ich habe gedacht, oben ist keiner. Und dachte, ich kann mich oben entspannt aufhalten, die wären alle nur unten, aber so war das nicht. Die sind hier oben halt Patrouille im Kreis gelaufen. Und irgendwann kommt natürlich dann einer bei dir rein und entdeckt dich, das ist ganz klar. Aber hier unten muss irgendwo noch grünes Loot sein. Sehe es aber nicht. Hier am Abgehen ist der Junge, ey. Du musst entspannt sein, alles wird gut. Gehen wir wieder hoch. Ah ne, das ist kein Loot, das ist der Kumpel. Der Kumpel ist dieses grüne Viereck auf der Map. Das ergibt Sinn. Gut, gehen wir hier oben nochmal lang. Genießen die echt coole Beleuchtung. What the fuck ist das? Eine Gun. Neues Hemd, nice. Sieht sehr schön aus. Düten, düten. So, ich möchte jetzt erstmal gucken, was der Computer uns noch offenbart. Da werden wir doch bestimmt noch ein paar weitere Infos finden. Okay, hat einen fetten Hammer. Sind halt keine Klingen, ne? Klingen sind cooler. Verlinken wir uns erstmal. Können wir ein bisschen minen, würde ich sagen. So, BD1C1C. BD1C. Okay, BD1C 55. Oh, scheiße. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Dann mal an den PC. Lokales Netzwerk. Nur Überwachungskameras. Hier finden wir doch nichts raus. Also man hätte sich jetzt durch die Überwachungskameras durchschalten können, aber das finden wir auch so. Ist wahrscheinlich im Keller, wurde gesagt, ne? Insofern schauen wir doch mal. Hier geht's nicht in den Keller. Hier war aber doch noch irgendwo eine andere Tür, oder nicht? Da. Okay, kein Loot für mich. Da hätten wir wohl durch den Lagerraum kommen können. Hätte, hätte. Ah, das war verdächtig. Der war einfach zu verdächtig, dieser riesige Container. Geh mal her. Tja, dann rufen wir doch mal den Aufzug. Da steht auch schon Klapp dran, damit doch jeder Bescheid weiß. Ist okay.
Na, dann komm mal rein. Komm her. Klub. Let's go. Oh, guck mal, das klappt nicht mal zu. Soll das so sein? Soll die Tür einfach offen sein und dann oben bleiben? Ich dachte, na, vielleicht ist das so ein hübscher Aufzug. Das ist wohl so, weil das ein... Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas, das wie ein Büro aussieht. Jeder Club hat eins. Scheiße, Wichser! Er macht uns fertig! Das ist richtig. Okidoki. Die Gun ist halt schon cool. Muss so, also kann man gerne sagen. Oh. Ich glaube, das war's auch schon. So, dann würde ich erstmal geguckt nach. Wir können auf jeden Fall wieder Heilung reinziehen. Sicher, sicher. Und dann wird sich hier umgeschaut. Wir haben ein paar Schallplatten, das können wir wieder für Junk verkaufen. Nie verkehrt. Gewaltsam öffnen. Was ist hier los? Ah, okay. Den Serverraum gefunden. Suche das Büro. Guck mich jetzt erstmal hier im Serverraum um. Aha. Das ist eindeutig kein Büro. Alter, also am Ragdoll müssen sie auch noch ein bisschen arbeiten. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Da einer einen Arsch dran gemalt. Ruhe hier. Was hast du da noch rumliegen? Schauen wir uns mal ein bisschen hinterm Tresen um, ist ja keiner mehr da, ne? Da können wir ruhig auch ein bisschen looten. Wo kommt denn hier die Musik her? Ich würde die gerne ausmachen, weil es gibt wieder Stress mit YouTube, aber egal, ist es halt so. Wir sind in der Küche. Guck mal, hier wird sogar frisch zubereitet. Hier wird frisch gekocht. So ein bisschen zumindest. Nicht nur aufgewärmt. Ich find, wie auch immer alle Teller und alles immer komplett durchdreht, weißt du? Ist auch so geil. So, warte. Erstmal hier hin. Hier muss irgendwo was zum Hacken sein. Da, guck mal, da können wir noch ein bisschen minen. Ich will hier nichts kaufen, ich will mich verlinken. Und Geld rausholen aus dem Ding. Verdammte Scheiße. So, 55, 1C, 55, 7A, okay. 55, 1C, 55, 7A. Zack, da kommt die Kohle wieder rein. Alles gut. Alles gut. Okay. Das kriegen wir aufgestemmt hier mit technischen Fähigkeiten. Ah, da hätten wir uns. Also man hätte sich hier schon durchschleichen können, wenn man es gewollt hätte, weißt du? Hier gibt es ein paar private Räumlichkeiten. Lass mal eben reingucken, was da so drin passiert. Hier ist auch was zum Hacken. Und noch was zum Looten. Einmal einplacken bitte. Dankeschön. So, Data Mining. 1C E9BD. 1C E9BD. Düt. Läuft. Da ist, glaube ich, keine Party mehr drin. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Also wenn hier sogar die Wand abbricht, Alter, dann muss es ja schon etwas Ernsteres gewesen sein. Also, wir gucken jetzt erstmal hier noch in die Räumlichkeiten rein. Okay. Corporate Thieves must die. Ich sehe hier ein gewisses Anti-Corpo-Theme in diesem Club, das hier vertreten worden ist. Was ist das? Kann ich wissen. Warum malt die denn alle die Wände an? Na, das gehört wohl dazu. Und dann wird hier gedanced. Gedanced wird hier. Okay. So, wir schauen uns mal weiter um. Wir sind auf der Suche nach einer Art Büro.
Du hast da viel dabei, entferne Dinge aus deinem Inventar. Scheiße. Wir sind voll gefüllt. Jetzt können wir immer wieder leveln. Ich würde sagen, Techie machen wir noch auf 8 tatsächlich. Einmal. Ah, dürfen wir noch gar nicht. Ist es noch nicht so weit? Klingeln, klingeln. Klingeln, klingeln, klingeln. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Was haben wir denn hier noch? So, deine Gesundheit regeneriert sich bis zu 80%. Verringert den Fallschaden. Wirklich das Nachladen. Verringert die Ausdauer, die beim Blocken von Nahkampfangriffen verbraucht wird. Erhöht den Schaden, den du verursachst, während du jemanden trägst. Ausweichen verbraucht keine Ausdauer. Erhöht die maximale Ausdauer. Was hatten wir hier? Deine Gesundheit regeneriert sich außerhalb des Kampfes. Bis zu 80%. Ja, ist jetzt mal gar nicht so wichtig. Maximale Ausdauer erhöhen ist eine nice Sache. Straßenschlägerei brauchen wir nicht. Gehen wir nochmal auf Reflexe. Klingen. Was haben wir denn hier noch so? Wenn du Klingenwaffen benutzt, stellst du 10% Gesundheit wieder her, wenn ich bin wegnetzel. Ausweichen erhöht den Schaden mit Klingenwaffen 5 Sekunden lang. Man muss eigentlich mehr ausweichen. Erhöht die kritische Trefferchance, erhöht die Dauer von Bluten. Ausweichen stellt 15% Ausdauer wieder her. Auch eine nice Sache. Also, machen wir erstmal den hier. Ah, es gibt so viele Sachen. So viele coole Sachen. So. Okay. Dann einmal Inventar. Was können wir noch wegschmeißen? Benötigt. Irgendwas Schrottiges. Schmeiß mal den Revolver weg. Zerlegen. So kriege ich doch Platz im Inventar. Guck mal, ich habe einfach Scheiße zerlegt. Zerlegen. Das kann man auch mitten in der Mission machen, ist gar kein Problem. Einfach zerlegen. So. Okay, dann looten wir jetzt nicht mehr so viel. Und den Junk, aber den können wir noch mitnehmen. Junk macht nichts. Und wir sollten trotzdem natürlich gucken, ob cooles Zeug rumliegt. So ist es jetzt nicht. Diese Physik in diesem Game ist so hinüber. Unnormal. Was ist denn hier los, Mann? Okay, Corpus muss da. Hier ist noch ein bisschen mehr. Ne, ist schon. Hier wird vielleicht auch manchmal ein bisschen, ihr wisst schon, also so richtig, richtig Rabatzammer gemacht, ne? It all be well. Das ist verschlossen. Und hier wollte unser Bürgermeister hin? In diesem? Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Ja, ich hab hier einen. So, lokales Netzwerk. Einschalten. Überwachungssystem ist offline. Dateien. Aufnahme läuft. Yep. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jep. Ja, ich melde mich später. Mhm. Okay. Also, vielleicht hat er ein bisschen zu viel. Ihr wisst schon, ja? Sicherheitsvorschriften. Der Club wird immer beliebter und wir bekommen immer mehr VIPs. Selbstverständlich ist das an sich gut, aber das heißt nicht, dass wir unvorsichtig werden dürfen. Gestern ist es einer nicht identifizierten Person gelungen, in den Club einzudringen und sich über 20 Minuten lang dort aufzuhalten, bis es jemand gemerkt hat. Das ist inakzeptabel. Ich wiederhole, ihr verliert kein Wort über den Club, ohne Einladung kein Zutritt. Verdächtige Personen sofort der Security melden. Ihr verliert kein Wort über den Club und nochmal, ihr verliert kein Wort über den Club. Also ich glaube, man darf kein Wort über den Club verlieren. Unser gemeinsamer Freund möchte heute Abend in den Club kommen. Er ist nach dem Vorfall heute ein wenig mitgenommen, also soll er bitte nicht gestört werden. Wir möchten ein privates Zimmer, gemütlich und vertraulich. Kein Problem.
Okay, das war dann er. Wichtig, sofort lesen. Weldon, ich habe ein riesiges Scheißproblem. Ich glaube, Ryan ist tot. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Der ist gekommen und direkt in seine Kabine. Ganz allein, ich schwöre. Aber nach 5 Stunden habe ich mich schon echt gewundert. Normalerweise bleibt er höchstens 2. Also schaut euch rein und der Typ ist verfickt nochmal tot. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Du machst gar nichts. Warte auf meine Leute. Weldon Holt. Auf meine Leute, bis dahin kommt niemand in den Club. Schick Kunden und Mitarbeiter weg und keiner verliert auch nur ein Wort. Sag ihnen, es gibt einen Gasleck, ein Schädlingsproblem, eine Bombendrohung, völlig egal. Wir müssen heute früher schließen. Die Gäste habe ich schon nach Hause geschickt. Das restliche Personal ist auch bald weg. Ich warte im Moment auf ein paar Leute, aber eins noch. Wenn sie kommen, schick sie direkt zu mir nach unten. Dann geht auch nach Hause. Sag denen in der Werkstatt Bescheid, dass sie morgen auch frei haben, und zwar alle. Ich melde mich, wenn sich alles geklärt hat. Bis dahin, halt die Füße still. Wo bleibt die Knete? Holt, wir haben die Datei, die du haben wolltest, und den Rest zerstört. Kaputter geht's nicht. Wo bleibt die Eddies? Die anderen fragen sich langsam, ob wir von wem anders nicht mehr Geld bekommen hätten. Viel mehr. Also wo bleiben die verfickte Knete, Holt? Okidoki. Na sowas. Der kommt mir bekannt vor. B, ich bin nicht in Stimmung für Witze. Sein Kollege nämlich. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Ich will mich noch ein bisschen umsehen, okay? Ich will mich noch umsehen. Ich will mich noch umsehen. Okay, wie du willst. Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Wir sehen uns gleich, warte. So. Meine Lieben, ihr habt den Hahn krähen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.